Willst du mal ein glückliches Gesicht sehen? Und willst du mal einen fertigen Druck sehen? Oh Mann. Willkommen zu einer neuen Folge Eiche machen Sachen. Ich habe einen 3D-Drucker gebaut und ob das was geworden ist, schauen wir uns jetzt an. Film ab. So, Alter. Ah. Schau, was ich hier habe. Ein riesiges, fettes Paket. Meine bessere Hälfte weiß leider noch nicht, was da drin ist. Mal gucken, wie ich ihr das erkläre. Aber ich freue mich jetzt erstmal riesig. Ich habe lange drauf gewartet, habe es vor einigen Monaten bestellt und jetzt ist es endlich hier. Und ich würde sagen, lass mal gucken, was drin ist, oder? So, der einfache Teil wäre geschafft. Ich habe alles ausgepackt, alle Teile sind vollständig. Und jetzt schnappe ich mir das hier. Das ist die Anleitung, da fuchse ich mich ordentlich rein. Und dann geht's an den Aufbau. Statt dem gedruckten Manual habe ich mir aber die Online-Anleitung geschnappt, denn hier wird jeder einzelne Schritt genauestens beschrieben und es gibt jede Menge hochauflösende Bilder und du kannst auch mal ranzoomen. Was auch noch dabei ist, ist das ganze Werkzeug. Das wird mitgeliefert. Ich konnte also gleich mit dem Aufbau loslegen, ohne noch irgendwas besorgen zu müssen. Guck mal hier. Laut Anleitung durfte ich mich gerade mit der ersten Reihe Gummibärchen belohnen, denn die Y-Achse ist fertig, macht mega Laune und jetzt geht's mit der Z-Achse weiter. Der Drucker hat übrigens nur eine Z-Achse. Das ist für einen 3D-Drucker ein ziemlich ungewöhnliches Design, aber es ist super ausgefuchst und auch einer der Gründe, warum er so klein und kompakt ist. Für den Bausatz habe ich 379 Euro bezahlt. Damit gehört er so zur 400 Euro Einstiegsklasse. Und es gibt auf jeden Fall Drucker, die günstiger sind, sicher auch in ähnlicher Qualität. Aber die Dokumentation, der Support und die Community von Prusa ist einfach super. Für mich gab es die nächste Reihe Gummibärchen, denn die Z-Achse ist fertig und jetzt geht's mit der X-Achse weiter. Was ich ziemlich cool und Inception-mäßig finde, ist, dass die meisten Teile des Druckers selbst auf einem Prusa 3D-Drucker gedruckt worden sind. Das hat den Vorteil, dass man zum Beispiel selbst die Ersatzteile drucken kann. Ich komme ziemlich gut voran mit dem Aufbau. Die X-Achse ist fertig, das ist diese hier. Alle Motoren sind verbaut, auch der vom Extruder. Und als nächstes kommen Printbed und Heatbed dran. Nein, Printhead und Heatbed. Check it out. We'll be right back.
So, es ist inzwischen schon ein bisschen Zeit vergangen. Ich habe immer mal wieder an dem Drucker gearbeitet, wenn ich eine Stunde Zeit hatte oder so. Und inzwischen habe ich das Druckbett fertig, den Druckkopf. Ich habe auch schon das Display montiert und den Filamentsensor angebracht. Und es sind noch ein paar kleine Sachen offen. Ich werde noch einen Spulenhalter montieren, ein bisschen Elektronik einstöpseln und dann hoffe ich, dass wir endlich mal was drucken. Ich bin richtig heiß aufs Drucken, deswegen weiter geht's. So, Moment of Truth. Ich werde den Drucker jetzt anschalten. Wir machen ein Firmware-Update. Hier ist der Key mit der Software drauf. Und falls alles klappt, habe ich hier noch ein paar Gummibärchen zur Belohnung. So, jetzt stecke ich zuerst mal den USB-Stick ein. Natürlich falsch rum. So. Und dann machen wir das Ding mal an. Okay, new firmware version is available. Oh, ich bin gespannt, Mann. Verify. So, select language. Machen wir mal Deutsch. Das ist so cool. Hat auch ein Farbdisplay, finde ich richtig nice. Willkommen beim Original Prusa Mini Einrichtungsassistenten. Möchten Sie? Ja, nein. Hätte ich doch lieber auf Englisch gestellt. Möchten Sie? Ich mach mal ja. Ich bin mir hier noch nicht so sicher. Ich kann da aktuell durchgucken und auch hier, guck mal, ich kann das so auffächern. Ich weiß nicht, ob das zusammenhängen muss. Ich schaue gleich nochmal ins Handbuch rein. Oder Risiko. Risiko, ich kann es ja abbrechen. Wir machen mal Drucken. Okay, ich habe Nut, Screw, Whistle, 3D Banshee, das ist dieses Schiff. Sheep, Buddy, Prusa, Tree Frog. Ja, die Whistle wäre schon cool, oder? Ich nehme jetzt mal die Whistle. Wenn es klappt, wäre es geil. Und wenn es nicht klappt, auch nicht schlimm. Whistle, drucken. 32 Minuten dauert die. Und ich würde sagen, dann setze ich mal einen Timelapse auf und... Und dann schau mal, was draus geworden ist, wenn es fertig ist. Ab geht's! Ist der erste Print erfolgreich gewesen? Oder ist irgendwas schiefgelaufen? Das erfahren wir gleich. We'll be right back.
Willst du mal ein glückliches Gesicht sehen? Und willst du mal einen fertigen Druck sehen? Oh Mann. Nee, cool, Alter. Das war mein erster Druck. Ich lasse den jetzt abkühlen. Und dann mache ich den von dem Druckbett runter und dann testen wir, ob die Pfeife funktioniert. Und wenn die Pfeife funktioniert, darf ich mir mein letztes Gummibärchen gönnen und dann. Und dann war's das. Dann drucke ich noch ein paar andere Sachen. Dieses. Dieses JP-Ding, das verfolgt mich irgendwie ein bisschen. In dem Fall sind es natürlich die Initialen von Joseph Prusher. Und so, ich würde sagen, ich mach mal einen Pfeiftest. Alter! Übelst geil. Qualität finde ich auch Hammer. Es sind hier und da ein paar kleine Fehler drin, aber da ich den ja eh nochmal kalibrieren werde und nochmal alles checke, ich bin mega happy, auch wie sauber. Guck mal, sieht man, wie sauber hier diese Öffnung ist? Das sieht schon mega nice aus. Und auch die Rillen, also die Layer, finde ich schon mega nice. Und Alter, geht gut ab. Ach cool, übelst cool. Insgesamt habe ich 7,5 Stunden für den Aufbau des Druckers benötigt. Dabei muss man natürlich abziehen, dass ich Zeit zum Filmen gebraucht habe. Also ich denke, dass du auf jeden Fall schneller damit sein wirst. Kann ich den Bausatz für jemanden empfehlen, der jetzt und sofort drucken möchte? Nicht wirklich. Da würde ich dir wirklich so einen Pre-Build, also so einen vorgebauten oder einen fertigen Drucker empfehlen. Aber wenn du Spaß am Aufbau hast, wenn du Interesse daran hast, den Drucker in seiner Einzelheit und in seinen Einzelteilen kennenzulernen und wenn du dann noch ein bisschen Kohle sparen möchtest, dann ist das wirklich eine super Sache für dich. Ich hatte nämlich mega viel Freude am Aufbau. Das war so ein bisschen wie Lego für Erwachsene. Allein weil die Anleitung so gut ist und weil das mit den Gummibärchen irgendwie lustig gelöst ist. Und es ging ja auch alles glatt. Es sind keine Fehler passiert und der erste Druck war auch noch Bombe. Habe ich mir damit ein weiteres zeitraubendes Hobby geschaffen? Ja. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein paar coole Dinge drucken. Und wer die hier bekommt, wissen glaube auch manche von euch. Danke fürs Zuschauen. War eine krasse Folge für mich, hat Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Und wir sehen uns sicher in ein paar Wochen wieder. Macht's gut, Leute.